Wir haben für ein Magazin, das wir demnächst veröffentlichen werden, einige österreichische Künstler gebeten, uns ein Bild zu machen. Und das Bild sollte zeigen, was auch der Titel des Magazins ist, Mein Gott. Wie sieht Mein Gott aus? Und Zenit hat auch ein Bild für uns gemacht. Und aus diesem Bild lese ich heraus, dass in ihrem Verständnis, also in Zenitas Verständnis, Gott eigentlich Kommunikation ist. Dass Gott dadurch entsteht, dass nicht vereinzelte Atome auf der Welt herumirren, sondern dass zwischen diesen Atomen Kommunikation ist. Und erst dann, wenn die hergestellt ist, wenn man so will, klärt sich Gott auf oder wird Gott sichtbar. Ist das eine Sicht, die Sie teilen würden? Das ist absolut richtig. Ich stimme Zenit dazu. Gott ist keine Persönlichkeit, das ist eine Kraft. Die allgemeine Kraft, unter der alle möglichen Naturkräfte sich befinden. Und diese Kraft verbindet und beinhaltet die ganze Schöpfung, leitet alles, lenkt alles, organisiert alles, ordnet alles, ist alles in allem eine Kraft. Und um diese Kraft zu entdecken, müssen wir einen Apparat bauen, wie auf unserer Welt, wo man ein Gerät braucht, um eine magnetische Kraft, radioaktive Kraft oder sonst irgendeine Kraft entdecken will. Zum Beispiel spüren wir an uns selber die Anziehungskraft, die Schwerkraft. Aber ein magnetisches Feld spüren wir nicht, da brauchen wir ein Gerät. Und genauso müssen wir entwickeln ein Gerät zwischen uns, um Gott, um diese allgemeine Kraft zu spüren, zu entdecken. Also ich studiere schon seit vielen Jahren die Weisheit der Kabbalah, die sich damit beschäftigt, wie man im Menschen ein Gerät schaffen kann, um Gott zu spüren, um ihn zu entdecken. Ich stelle mir das gerade sehr technisch vor, so wie in einer Universum-Wissenssendung, wie der Mensch in sich beginnt, so einen Gottesdetektor zu bauen, der ein bisschen ausschaut wie die Roboter aus Star Wars. Ja, genau so ist es, aber das muss im Menschen gebaut werden, zum Unterschied dazu. Und gibt es irgendwo Bauanleitungen dafür, dann muss man das immer selber erfinden? Kann man sich das im Internet runterladen, die Bauanleitungen, kann man fast überall, Lego, Star Wars zum Beispiel, mein Kind, das kann man sich alles aus dem Internet runterladen. Früher musste man das ja alles selber erfinden. Natürlich gibt es das, darüber spricht ja die Weisheit der Kabbalah. 6000 Jahre fast spricht sie darüber, wie wir in uns bauen eine Kraft, um die Göttlichkeit zu entdecken. Dann haben aber kürzlich Datums die Religionen ja einen umgekehrten Weg gemacht. Die Religion hat auch so einen Detektor gebaut und sagt, er ist schon da, der Gott, du musst ihm nur noch folgen. Religionen ist was Psychologisches, die so sprechen, es gibt keinen Beweis. Es gibt nichts. Jeder ist dem anderen entgegengesetzt bei den Religionen. Und es gab viele Religionen, es wird viele Religionen geben und Glaubensbekenntnisse. Wir gehören, die Weisheit der Kabbalah tut sich in keinem Glauben zuordnen, in keinster Weise. Sondern es ist die Weisheit der Kabbalah, es ist eine Wissenschaft, wie man die allgemeine Kraft in der Natur entdeckt, die Göttlichkeit heißt. Und da gibt es keinen Glauben und keine Tätigkeiten, keine besonderen Rituale, die man machen muss mit den Händen, mit den Füßen. Ich muss nicht beten, ich muss keine
keine Tätigkeiten machen, wie es in den Glaubensbekenntnissen üblich ist. Sondern selbstverständlich muss der Mensch sich so verändern in eine Richtung, dass er die Göttlichkeit kennenlernt und entdeckt. Aber wenn er sich entdeckt und zeigt, dann nur im Menschen, in inneren Änderungen, die der Mensch in sich selber durchführt. Jetzt haben die Religionen ja im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auch gesellschaftlich durchaus eine problematische Rolle gespielt und tun das auch heute noch. Wir sehen ja, dass viele der Konflikte, die wir heute weltweit sehen, sind ja, wenn man so will, religiös-kulturelle Konflikte. Das dürfte etwas damit zu tun haben, dass vor allem seit es die monotheistischen Religionen gibt, es eine Art, man könnte sagen, Monotheismus heißt eigentlich immer Krieg, weil wenn ich davon ausgehe, dass ich die einzige Religion bin, die per Offenbarung über die eine und einzige Wahrheit verfügt, dann muss ich eigentlich dafür sorgen, dass alle anderen Wahrheiten auf eine gewisse Weise eliminiert werden, damit es nur die eine meine noch gibt. Also Religion ist eigentlich Krieg. Ne? Weil sie vereinfacht, weil sie auf der bösen Kraft des Menschen, auf dem Ego aufbaut. Die sind nur vom Ego, wir sind nur vom Ego und von der bösen Kraft bestimmt und so auch die Religionen, die tun sich nur auf das Ego aufbauen und beziehen sich zu jemandem anderen natürlich als Anti zu einem anderen Glauben. Und das ist die Erfindung des Menschen. Die Menschen, die das so bis heute fortsetzen. Wir sehen doch, was hier passiert, dass jeder Glauben, jede Religion die andere Religion nicht leiden kann und dass Menschen, statt sich zu verbinden und anzunähern durch die Religion, passiert genau das Gegenteil. Sie entfernen sich und bringen sich gegenseitig um. Alles, was wir in unserem Leben bauen, ob das Religionsgemeinschaften, Religionen sind, Glaubensbekenntnisse, alles ist auf unsere Natur aufgebaut, die das Ego, die böse Kraft darstellt. Und die Weisheit der Kabbalah sagt hingegen, wir müssen zusätzlich zu diesem Minus, zu dieser schlechten Kraft in uns auch die positive Kraft, die gute Kraft entdecken und müssen diese beiden Kräfte versuchen auszubalancieren gegenseitig. Und wenn wir sie ausgleichen, ausbalancieren, das Plus und Minus, dann können wir existieren. Als in unserer Welt Atome, Moleküle, Umbille, Pflanze, Tierwelt, die bestehen alle im Gleichgewicht, in einer Homöostase. Da gibt es Plus und Minus, kalt, warm, Druck und Minusdruck, negativer Druck. Im Menschen selber, in unserer Innerlichkeit, nicht im Körper, in unseren Gefühlen, in unserer Innerlichkeit, da arbeitet nur die böse Kraft, die nicht durch die gute Kraft ausgeglichen wird. Die müssen wir selber aus der Natur heranziehen und unsere Natur ausbalancieren. Und damit beschäftigt sich die Kabbalah und die gehört zu keiner Religion. Aber Sie haben das ja gesagt, das ist interessant, weil das ja auch ein eigentlich fast ein platonischer Gedanke ist, nicht? Das Böse haben wir in uns und für das Gute müssen wir von außen, sei es jetzt aus der Natur oder aus dem Göttlichen oder wie immer, müssen wir diese Kräfte ausholen. Es ist genau dasselbe. Gott und die Natur ist dasselbe. Ich höre jetzt gerade nicht. Was ist negativ? Was klingt negativ? Die Natur des Menschen, natürlich ist die negativ. Das sind die Resultate, die wir sehen auf dieser Welt, in der ganzen Geschichte. Wir haben nichts Positives. Es gibt nichts Gutes, was wir tun.
Wir zerstören nur. Also Einspruch, Euer Ehren, es gibt so viel Gutes, was wir tun, das kommt auch aus Menschen innen heraus. Und so böse schauen Sie gar nicht aus, eigentlich. Dankeschön. Nein, alle diese Dinge, die Ihnen gut ausschauen, die werden durch diese böse Kraft, durch das Ego bestimmt, weil so bauen wir das System, die Systeme, weil aus einer Auswegslosigkeit heraus baue ich etwas oder bin mit dem anderen verbunden. Aber da kann man Wissenschaftler fragen und Psychologen, Physiker, dass eigentlich der Mensch nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Er denkt nicht an die Mitmenschen. Und das ist die Form unseres Ego. Aber es gibt ja dann so viele Menschen, die sich einsetzen, auch für andere. Und eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass dann die Menschen, die also Selbstlosigkeit üben wollen und sich für andere einsetzen und so in die Selbstverbundenheit sich einbringen wollen, sehr viele davon haben ja das Problem, dass sie kein Selbst haben, dass sie loswerden können, nicht? Also das ist das Problem vieler, die gern selbstlos werden, ist, dass man zuerst vielleicht dann doch dieses Selbst auch loswerden kann, nicht? Dieses Ego eben auch. Sie haben recht. Es gibt viele Menschen, die viele gute Tätigkeiten machen, weil die Natur sie verpflichtet, das zu tun und nicht, weil sie so sein wollen. Das muss man studieren. Ich kann in so einem kurzen Gespräch das nicht ausführen. Aber wenn man sich vertieft, wie die Weisheit der Kabbalah die Natur des Menschen erklärt, auf wissenschaftliche Art und Weise, dann sehen wir, dass wir keine Tätigkeit machen können, wenn wir nicht dem Gegenüber eine Energie bekommen, einen Lohn bekommen. Und nur für diesen Lohn arbeite ich. Ich kann wunderbare Dinge für die Menschheit bauen, aber das ist, weil ich einen inneren Trieb dazu habe, nicht weil ich jetzt... Nicht, weil ich das will oder nicht. Meine Natur verpflichtet mich, das zu tun. Wir müssen unterscheiden, was ich selber entscheide und wo mich meine inneren Triebe, meine Natur dazu bringt. Auch in der Tora, in der Bibel steht geschrieben, dass der böse Trieb des Menschen vom Schöpfer geschaffen wurde. Und was er tut, ist nur Böses und er kann nichts Gutes tun. Und auch unsere Materie, die... Das ist unser Trieb, was heißt spirituell oder nicht. Das ist unser Trieb, nur zu genießen. Und wenn ich genieße, dass ich jemandem was gebe, dann tue ich das, weil ich es genieße, weil ich mir selber was Gutes damit tue. Ich sehe ein kleines Kind, das zum Beispiel hungrig ist. Dann gebe ich ihm was zu essen. Ich gebe ihm jetzt nicht etwas, damit es ihm gut ist, sondern weil es mir weh tut, ihn zu sehen in dieser Situation. Und um das zu korrigieren, um diesen Schmerz auch bei mir auszuschalten, gebe ich ihm was. Wir tun nur unseren Schmerz lindern. Und darum steht in der Bibel, dass alles, dass der böse Trieb auch nur dazu sorgt, dass ich genießen kann und wenn ich anderen was gebe, wenn ich etwas verteile. Natürlich gibt es viele Menschen, die das tun, die Natur schützen und die Essen an Arme verteilen.
verteilen, sich selber sogar in Gefahr bringen, in Plätze gehen, wo man Menschen umbringt, in Afrika Ärzte, die sich nicht fürchten vor Ansteckungen, dann ist das trotzdem aus einem inneren Mangel heraus. Sie beruhigen sich damit selber und das ist nicht, weil sie jetzt geben wollen, sondern weil sie anders sich selber schlecht fühlen würden. Das ist unsere Natur, genauso ist die. Über die dramatischen Auswirkungen, die wir sehen von Religionen oder sagen wir verfassten Religionen auf die Situation in vielen unserer Gesellschaften. Jetzt würde ich die Frage gerne umkehren. Wenn zum Beispiel die Leute, die verantwortlich sind für die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft heute, sagen wir die Verantwortlichen für die ökonomischen Politiker, wenn die verstanden hätten und ihren so einen quasi Gottesdetektor sich gebaut hätten, und die Weisheit hätten. Was würden denn die dann anders machen, als die, die es jetzt machen? Was wären die wichtigsten gesellschaftlichen Änderungen, die Ihrer Meinung nach sich zeigen würden? Würden die Leute, die dafür verantwortlich sind, die Weisheit der Kabbalah in sich aufgenommen haben? Wir befinden uns jetzt zum ersten Mal in der Geschichte in einer Situation, wo die Weisheit der Kabbalah sich entdeckt. Warum entdeckt sie sich? Weil die Menschheit an das Ende ihrer Entwicklung, ihrer egoistischen technischen Entwicklung gelangt ist. Wir haben uns nur durch die böse Kraft die ganze Geschichte lang entwickelt. Nur die böse egoistische Kraft hat uns angetrieben, vorangetrieben. Und heute ist das beendet. Wir sehen heute, dass auch die Familien zerstört werden, Staaten, Völker, das Verhältnis zwischen Menschen, die ganze Wirtschaft, die egoistische, kann sich nicht mehr erhalten. Alles eigentlich. Kurz gesagt, die gesamte menschliche Gesellschaft mit allem, was sie bis jetzt gehalten hat, durch ihr Ego, durch dass jeder sich selber irgendwie organisieren wollte und versuchen wollte, sich bauen und anderes bauen, das ist beendet, das ist zu Ende gekommen. Unser Verlangen entwickelt sich immer weiter. Und dieses Verlangen, das sich heute entwickelt, für dass das zu Ende gekommen ist. Woran sieht man das, dass das nicht schon vor 30 Jahren zu Ende war oder vor 50 Jahren? Ich würde sagen, das große egoistische Streben, das sich entladen hat in den Kriegen des 20. Jahrhunderts, da hätte man wohl gut auch sagen können, das war schon zu Ende. Warum jetzt erst? Sie haben recht. Ich stimme zu, Sie haben recht. Aber wir identifizieren das erst jetzt. Und es wird noch einige Jahre dauern, bis wir alle verstehen werden, dass es aus ist, dass wir nicht weiter können, auf diese Art und Weise einen Staat zu führen, ein Volk zu führen, die Welt zu führen, die Natur zu führen, die Familie, uns selber, dass wir nicht in Verzweiflung, Depression abstürzen, dass wir nicht in Drogen gehen, um alles zu vergessen. Das wird noch einige Zeit dauern, aber wir sehen, dass wir bereits in dieser Phase sind. Die Weisheit der Kabbalah war immer versteckt, verdeckt und erst jetzt wurde uns die Möglichkeit gegeben, die nächste Phase der Menschheit anzustreben und zu erreichen. Wie schaut die Situation aus, wenn wir die Weisheit der Kabbalah benutzen, um die Welt zu führen? Wir werden die positive Kraft in der Natur entdecken, die zur negativen Kraft, die offensichtlich ist. Und so werden wir uns verwirklichen. Zuallererst müssen wir dafür eine allgemeine Erziehung, eine allgemeine Erklärung für die Menschheit zu geben, wie man mit diesen beiden Kräften arbeitet, nicht mit unserer inneren negativen Kraft, sondern mit der altruistischen, positiven Kraft, die wir aus der Natur extrahieren können und mit beiden Kräften arbeiten können. Wir müssen das den Menschen erklären und ihnen helfen, das zu verwirklichen.
Die Verwirklichung, erklärt uns die Weisheit der Kabbalah, wird getan durch kleine Gruppen, Zehnergruppen, die sich verbinden, und in diesen Zehnergruppen versuchen wir, uns zu verbinden, ein Verlangen zu haben, einen Gedanken zu fassen, einen gemeinsamen, und sich gegenseitig zu helfen, um sich nahe zu kommen, damit in dieser Verbindung und zwischen uns, durch diesen Willen, sich zu verbinden, zu vereinen, und wir alle wie eins sein wollen, mit einem Herzen. So wollen wir die gute Kraft entdecken, die zwischen uns plötzlich sich zeigt und zwischen uns entdeckt wird. Das heißt die Entdeckung der positiven Kraft auf dieser Welt. Wenn wir Egoisten beginnen, unser Ego zu neutralisieren, das klingt mir nach einer sehr interessanten, würde ich auch gern daran teilnehmen, spirituellen Übung, diese Zehnerkreise. Und so kann man wohl auch tatsächlich in Kommunikation Energien und Kräfte freisetzen durch ein Miteinander. Aber wenn ich mir vorstelle, den Staat Israel auf diese Weise zu organisieren, also die Vereinigten Staaten von Amerika, dann klingt mir das etwas naiv, um ganz ehrlich zu sein. Die ganze Welt ist alles in allem von einzelnen Menschen aufgebaut. Und wenn diese Menschen nicht weiter existieren können durch ihre böse Natur, dann werden sie froh sein, eine zusätzliche positive Kraft zu bekommen, um in Frieden und in Glück und Zufriedenheit zu leben. Das klingt sehr naiv und das ist auch klingt wie eine Fantasie. Aber aus Auswegslosigkeit werden die Menschen sich verbinden müssen. Wir Kabbalisten wollen nicht, dass das durch Zwang und Leid und Böses passiert, sondern durch Erkenntnis, dass das was Gutes ist und dass man das freiwillig macht und sich so entwickelt. Das ist unser Ziel. Über die böse Kraft und das Thema, das ich so aktuell auch besonders interessant finde. Es hat ja einen leicht, wie soll ich sagen, antikapitalistischen, was Sie dann über die Ökonomie auch sagen, dass das eben so dieses Getriebensein unter das Ego nur für den eigenen Vorteil. Und dann wird die Gutkraft, die hinzutritt, uns dazu bringen würde, diesen Egoismus sein zu lassen und das Altruistische zu machen. Auf den ersten Blick klingt mit den allen von den Religionen geprägten spirituellen Kapitalismus durch einen von der Kabbalah geprägten spirituellen Kommunismus ersetzen. Kabbalah spricht nicht darüber, dass wir etwas zerstören oder eine Kraft zerstören in unserer Natur oder überhaupt von dieser Welt. Wir wollen nur hinzufügen, eine unserer Natur und unserer Welt eine gute Kraft. Nichts anderes. Es wird nichts verschwinden, es wird nichts zerstört, es wird nichts mit Kraft oder mit Gewalt passieren. Die Weisheit der Kabbalah spricht nur über die Erziehung des Menschen, wie wir Menschen lehren, auf dass sie untereinander verbunden seien, in dieser Form, dass alle sich angehörig fühlen, einem Gefäß, einem Verlangen, einer Seele, einer höheren Kraft, dass wir alle unsere Persönlichkeit verlieren und statt uns alle fühlen und empfinden. Und wenn er beginnt, alle zu fühlen, dann beginnt er, die Wirklichkeit außerhalb seines Körpers zu fühlen, die nicht in seinem egoistischen Körper, tierischen Körper abhängig ist, sondern wir beginnen zu fühlen die höhere Wirklichkeit, den höheren Status. Zwischen diesen beiden Kräften können wir dann existieren. Und das heißt dann, dass wir die höhere Welt entdecken. Und wenn unser Körper stirbt, dann leben wir weiter, fahren fort zu leben, weil unser Körper ist nicht das Ich. Das ist alles in allem ein Tier, ein tierischer Körper. Der Mensch in mir, der wird dann ausgeglichen sein und beginnt,
die Wirklichkeit auf einer höheren Dimension zu empfinden. Und das müssen wir aber in der Zeit erreichen, in der wir hier leben. Aber das heißt, wir haben immer eigentlich zu wenig Zeit, nicht? Und das, da steckt ja auch dahinter so dieser Gedanke, den ich raushöre, dass es endlich, es müsste immer noch ein bisschen schlimmer werden, weil dann kann es erst gut werden. Weil wir ja das nur machen, erst wenn wir irgendwie nicht mehr weiter können und so wie Sie vorher gesagt haben, die unseres egoistischen Weges gekommen sind. Das heißt, es muss schon noch wirklich schlimmer werden, damit es besser werden kann, nicht? Nein, sagt Rav. Wir wollen nicht, dass es schlimmer wird. Wir wollen, dass die Menschen sich annähern an das zukünftige Leben auf gute, angenehme Art und Weise durch Erkenntnisse. Wir sind ja doch Menschen und wir haben Verstand und Gefühl. Wir müssen sie nur unterrichten, wir müssen sie nur weiterentwickeln lassen und nicht durch Probleme und Plagen sie zu beeinflussen. Wir gehen schlimme Zeiten durch und wir sind schon enttäuscht, dass es keine gute Zukunft geben wird. Wir haben viele Plagen im Moment, aber die Weisheit der Kabbalah sagt, dass es eine andere Möglichkeit gibt, zu einem guten Leben zu gelangen und zu einer guten Zukunft, auch auf gutem und angenehmem Weg. Und deshalb verbreiten wir diese Methode auf der ganzen Welt. Wir haben so viele Menschen, die auf der ganzen Welt, in allen Ländern, Staaten, in x Sprachen. Wir glauben doch, dass wir diese Idee, dieses Ideal, diese Ideologie, sagen wir, verbreiten können, um zu spüren, wie man die gute Kraft verwenden kann. Die findet sich hier in der Natur. Wir können sie nicht greifen, wir können sie nicht benutzen. Wir können sie nicht fassen, wir können das Böse nicht ausgleichen mit dem Guten, obwohl es vorhanden ist. Beides existieren. Das Plus und das Minus, das tut unseren Motor überhaupt in der Bewegung halten. Eigentlich müssen Sie ja versuchen, ein paar von den ganz besonders wichtigen von der Weisheit der Kabbalah zu überzeugen. Weil das dauert ja sonst viel zu lange. Ich meine, wir sind jetzt einige Milliarden Menschen, wenn diese langsam ins Formieren, ist noch eine Weile, bis es besser wird, nicht? Dann muss man ja von der anderen Seite versuchen, ein paar von den ganz Zentralen möglicherweise für sich zu gewinnen. Vielleicht müsste das missionarische Angebot. Ich bin bereit dazu. Schauen Sie. Wen würden Sie gerne zuerst überzeugen? Wer wäre Ihr nächster Kandidat, den Sie gern davon überzeugen würden, von der Weisheit der Kabbalah? Donald Trump vielleicht wäre eine Variante, oder? Nicht sicher. Obwohl er ein Revolutionär ist, vielleicht doch. Aber am einfachsten wäre es vielleicht, Sie verstehen das wahrscheinlich besser, wen man da ansprechen sollte. Aber das ist ein Problem. Ich weiß nicht, ich habe vor 30 Jahren gesehen, wie begonnen wurde, diese Europäische Union zu bauen. Ich war damals in Frankreich und Deutschland. Ich habe diese Autos gesehen. Lastwegenweise wurde Material verteilt für die Vereinigung. Und ich habe damals gesagt, das wird nicht funktionieren. Das wird nach einigen Jahrzehnten wird der dritte Weltkrieg daraus entstehen. Weil das Ego, wenn man das Ego so aneinander nähert, dann wird ein Problem daraus entstehen. Und deshalb, was ich geschrieben, ich publiziert auf vielen Plätzen und habe gesagt, dass außer Erziehung, wie man alle Europäer verbinden kann, sehe ich keine Möglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen, in die Europa hineingeht. Europa weiß bis heute nicht, wo es sich befindet. Es ist ein großes Problem,
wie man aus dieser Verbindung, aus dieser egoistischen Verbindung, die sie untereinander geschaffen haben, rauskommt. Eine grobe Verbindung, nur die Verbindung zwischen den Banken, den Industrien, das ist nicht Verbindung zwischen Menschen. Und drum wird das nicht funktionieren und kann Europa nicht, und deswegen wird Europa explodieren. Und ich habe darüber gesprochen vor 30 Jahren, aber es hat mir natürlich niemand zugehört und ich weiß auch nicht, wem ich das sagen soll. Aber wir sehen, wie im Laufe der Jahre, besonders in den letzten Jahren, alle diese Diktatoren ihre Zügel verlieren und sie können diese Länder nicht mehr führen und nicht mehr leiten und auch die Gesellschaftsformen nicht. Ich weiß nicht, wie. Vielleicht noch und noch Artikel veröffentlichen. Vielleicht, wenn Sie ein bisschen die Weisheit der Kabbalah kennenlernen und mal drüber schreiben, dann wird das Volk Sie hören. Ja, aber dazu müsste ich Sie vorher mal verstehen. Dann müsste ich so formulieren können, dass andere auch verstehen. Dann müssten die wieder auf mich. Aber ja, man kann ja mal damit beginnen. Ich habe nur noch eine andere Frage, nämlich wir haben über die Rolle der Religion geredet. Sie haben auch davon gesprochen, dass dieses Projekt irgendwie in einer schwierigen Situation ist. Und eigentlich, Sie sprechen auch, dass es eigentlich zerfallen muss. Gleichzeitig sehen wir, dass gerade für junge Leute Sachen wie der Islamische Staat eine wahnsinnige Anziehungskraft haben, und zwar nicht nur, und zwar interessanterweise gerade nicht für streng religiös erzogene Jugendliche, sondern diejenigen, die aus Europa hingehen, sind ja eigentlich religiöse, wahrscheinlich auch spirituelle Analphabeten. Das heißt, es steckt offensichtlich da etwas drin, was den ersten Lavakern, so dieses Bösen, das Ihrer Meinung nach im Menschen steckt, anspricht. Ne? Nachon. Richtig. Weil sie eine psychologische Belohnung geben. Sie haben eine Zukunft, sie haben Verbindung, sie haben eine Vision. Und deshalb zieht das die Menschen an, weil in diesem normalen Leben, es ist den Menschen egal, ob sie heute sterben oder in 10, 20 Jahren. Was habe ich davon, wenn ich nur leide? Wenn ich irgendeine Droge nehme, ja, dann überstehe ich das irgendwie. Oder ich nehme Antidepressiva. Aber wenn ich ein bisschen fühlen will, eine Spannung im Leben, einen Sinn im Leben, dass ich etwas tue, das habe ich nicht. Wo soll ich denn das hernehmen? Besonders in Europa nicht. Was habe ich denn? Einmal war es, früher mal, war es Literatur, Kunst, Musik, und dann war es Wissenschaft, Psychologie. Heute ist das ja alles vorbei. Die ganze Wissenschaft ist in der Krise. Alle diese Dinge. Die Kunst ist doch nicht aus. Du ist nicht aus. Die ist nicht aus. Alles ist doch da und ist ständig bereit zur Weltverbesserung. Wir entdecken durch die moderne Kunst nur, wie sehr der Mensch limitiert ist und in sich selber hinein sich zurückzieht. Aber ich möchte fortsetzen, dass alle Organisationen, dieser extreme Islam, hat eine große Anziehung an alle Völker, auf alle Völker, besonders auf junge Menschen, weil sie ihnen eine Vision, ein Ziel geben, wofür man existiert, was wir bekommen werden. Wir werden damit fortsetzen, wir werden damit irgendwas erreichen. Sie zeigen eine höhere Kraft, Allah. Die ist offen für alle. Du arbeitest an deiner zukünftigen Welt, am Garten Eden.
Die Kabbalah Weisheit sagt das auch, aber du brauchst dafür nicht sterben. Du ziehst die höhere Kraft an und wenn du sie fühlst, dann fühlst du dich selber, dass du bereits im Gan Eden bist, im Garten Eden bist. Die Welt verhindert dich doch nicht daran, den Garten Eden zu spüren. Bitte, fühl ihn doch. Ich wollte Einspruch erheben, weil ich denke, dass also meine Analyse der Attraktion von Organisationen wie der Staat und auch der Bereitschaft junger Menschen in diesen Krieg zu ziehen, hat nichts damit zu tun, dass man ihnen quasi eine Vision gibt, die sie in ihrem alten, langweiligen, perspektivenlosen Leben nicht haben, sondern im Gegenteil scheint es so zu sein, dass das Leute einfach ihre ganz archaischen Triebe, die kultiviert und zugedeckt wurden durch einige tausend Jahre Zivilisation, ausleben wollen. Das sind Nihilisten, archaische, gewaltbereite, alles das, was im dunklen Menschen drinnen ist und wovon wir uns in einigen hundert darauf geeinigt haben, dass es nicht rausgelassen werden soll, dass es zivilisiert und kultiviert werden soll. Das kommt raus. Morden, Vergewaltigen, sexuelle Gewaltfantasien, wo man eine relativ praktische Hintergrundfolie aufspannen kann und sagen, ist außerdem noch für einen guten Zweck. Das heißt, nicht die Vision ist es, die diese Leute dorthin treibt, die positive, dass der Garten Eden kommt, sondern es ist die Möglichkeit, die dunkle Seite des Menschen ausleben, ohne Einzungen und Einzäunungen, die Zivilisation über Hunderte und Tausende von Jahren geschaffen hat. Das ist eigentlich nicht die Vision. Das ist die zweite Seite des Ego. Und Sie haben völlig recht, ich stimme Ihnen zu 100% zu, dass unser Ego jetzt so sich zeigt. Und sich nicht zeigt bei einzelnen Menschen, sondern wir werden in einem nächsten Atomkrieg sehr bald sehen und in schlimmen Dingen auf der ganzen Welt. Unser Ego ist heute so weit, es wartet, wo es ausbrechen kann. Aber trotzdem ziehen wir nicht an dadurch, dass wir sagen, wir bringen die anderen jetzt um. Sie ziehen sie an durch ein Ideal, das ihnen vorgaukeln. Und danach zeigt sich das natürlich so, wie Sie es gesagt haben. Das sind die beiden Seiten derselben Medaille. Das Zentrale ist, wir haben es, sagen ja alle in der einen oder anderen Form, das Zentrale ist Erziehung. Man kann wahrscheinlich ganz schwer aus Menschen aus mir werden Sie keinen guten Kabbalisten mehr machen. Ich bin einfach zu alt dafür. Mich kann man nicht mehr erziehen. Aber Jugendliche und Kinder kann und soll man ja erziehen. Wo sehen Sie denn in den Erziehungs- und Bildungssystemen, wo überall gesagt wird, und Kranken und reformiert werden sollen? Was stimmt denn nicht mit unseren Erziehungsmethoden momentan aus Ihrer Sicht? Wir nähern uns einer Welt, wo Menschen fast nicht arbeiten werden müssen. Wir wissen heute schon, man sagt, dass bis 97% der Weltbevölkerung, wenn sie nichts tut, dann können die 3% der Weltbevölkerung ernähren, die ganze Welt bekleiden, die ganze Welt. Sagen wir nicht so große Prozente, wie die Wissenschaftler sagen. Sagen wir 70% der Menschheit können heute zu Hause sitzen, aufhören zu arbeiten und es wird uns nur gut gehen. Man wird die Natur nicht zerstören, man wird die Luft nicht zerstören und es wird alles wunderbar sein. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit für die Menschen zu arbeiten.
und sie zu ernähren und Kleidung zu schaffen, das ist überhaupt kein Problem heute. Es gibt Rechnungen der Wirtschaftswissenschaftler, es ist alles klar, das ist was Klares. Ich bin sehr dafür, Folgendes zu tun. Du arbeitest nicht, du studierst. Die ganze Welt ist eine große Universität. Durch die Medien im Internet. Alle sitzen und studieren und lernen in verschiedenen Zentren und bekommen Nahrung, Kleidung, alles, was sie brauchen. Wir tun diese Menschen in eine neue Arbeit hinein. Das ist Arbeit. Dass sie studieren. Das ist ein Beruf. Sie lernen, wie sie vollkommene Menschen sein können, die zwei Kräfte der Natur beinhalten können, die die höhere Kraft entdecken in unserem Leben jetzt und zur Eröffnung des Himmels, die den Himmel öffnen einfach. Es gibt überhaupt kein Problem, das zu tun. Je weniger heute arbeiten, ist es besser. Und sie werden zufrieden sein mit dem, was sie haben. Sie werden alles bekommen. Es ist überhaupt kein Problem. Und sie bekommen eine andere Füllung, eine gute Erfüllung, weil sie plötzlich entdecken, was ihnen fehlt, was ihnen die ganzen 2000 Jahre gefehlt hat, was sie ihnen heute fehlt, wo sie sich gegenseitig zerstören und umbringen wollen. Wir helfen ihnen, die zweite Kraft zu entdecken, die das Böse neutralisiert und ausbalanciert. Und unser Leben wird auf einer viel höheren Stufe stattfinden. 97% die studieren an dieser globalen Universität immer und dauerhaft. Werden, sagen, ihre Arbeit ist, bessere, vollkommenere Menschen zu werden, die irgendwann sehen, den Himmel offen stehen. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt, ich wäre wahrscheinlich einer von den 3%, die dann, die alle irgendwie ernähren und versorgen und dafür sorgen müssen, dass die sich vervollkommen könnten, stelle ich mir nicht sehr schön vor. Also 30%. Das ist nicht wichtig. Fragen Sie die Wirtschaftswissenschaftler. Fragen Sie die Wissenschaftler, das steht überall. Das schreiben Sie überall. Heute, um den Menschen alles Nötige zur Verfügung zu stellen, zur Existenz, nicht irgendwelche unnötigen Überflüsse, sondern man braucht 20% der ganzen Menschheit, um das zur Verfügung zu stellen. Schauen Sie nicht aufs Studium, was Sie lernen, was sie unter sich tun in Kreisen, in dem studieren sie, wie sie sich gegenseitig verbinden, wie sie die höhere Kraft finden. Schauen Sie nicht drauf wie ein Hobby, das ist Arbeit, schwere Arbeit. Das ist eine Arbeit für die Menschheit. Sie müssen sich damit dazu so verhalten wie zu einer Arbeit. So wie man 8 Stunden im Tag arbeiten geht, so muss man halt auf diese Plätze gehen, wo man mit anderen sich befindet und dort arbeitet. Was arbeiten Sie? Ich bringe die positive Kraft in die Gesellschaft. Ich hole aus der Natur die positive Energie raus. Das ist Arbeit. Und demgegenüber bekommst du, was du brauchst. Es gibt ja diese Theorien. Die Voraussetzung ist immer dafür, dass es so etwas gibt wie die Möglichkeit der Steuerung von Bedürfnissen. Sie haben es ja auch vorher gesagt. Natürlich nicht mit all dem, was wir jetzt haben, sondern mit 20% keine großen, luxuriösen Sachen, sondern einfach das, was wir wirklich. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Das ist nicht gut, das Verlangen einzuschränken. Es ist nicht gut, das Böse zu zerstören. Das Böse muss nur mit dem Guten ausgeglichen werden. Wenn wir nicht das Böse haben, können wir auch das Gute nicht entdecken. Plus und Minus müssen ausgeglichen sein. Je höher, desto besser.
Es ändert aber nichts daran, dass die Voraussetzung für sagen, diese Welt, die Sie uns da zeichnen, die schön ist. Also die Welt als galaktischer Campus, das stelle ich mir ja wirklich sehr schön vor, ist, dass es so etwas gibt wie eine Balance auch der Bedürfnisse. Wenn Sie sagen, wenn man das macht, dann kriegt jeder, was er braucht, dazu einen viel kleineren Einsatz, auch gesellschaftlichem Einsatz. Voraussetzung dafür ist, dass es so etwas wie eine Steuerung von Bedürfnissen gibt. Und das stelle ich mir immer relativ totalitär vor. Davor würde ich mich wahnsinnig fürchten, dass ihr erklärt, was meine Bedürfnisse sind, was unnötig ist und was nötig. Menschen, die zu diesen Terrororganisationen gehen, was bekommen die? Eine innere Erfüllung. Das ist alles. Das braucht der Mensch. Schau doch auf die junge Generation heute. Die brauchen viel Geld. Und trotzdem sind sie leer. Fühlen sich leer. Und das entdecken wir heute. Das entdeckt die heutige junge Generation. Nur dieser Ausgleich zwischen Gut und Böse, hören Sie, unbelebt, Pflanze und Tierwelt, sind instinktiv ausgeglichen. Der Mensch ist nicht ausgeglichen, weil er muss sich die ganze Zeit selbstständig verwirklichen. Das müssen wir tun. Und wir müssen das Böse nicht zerstören. Ich muss eine Lanze für die Menschen brechen. Wenn wir uns einig sind und darüber übereinstimmen, dass also auch ein Teil dieser Faszination für Organisationen wie IS diese Möglichkeit ist, alle Schranken, die wir uns kulturell auferlegt haben, abzubrechen, archaische Gewaltausübung irgendwie zu machen, dann denke ich mir, wir haben ja doch immer noch ganz gute Zivilisierungsinstrumente. Und da ist schon die Unterhaltungsindustrie auch ganz gut. Ich finde, es ist schon besser, Pokémons zu jagen, als Andersgläubigen den Kopf abzuschneiden. Also wir haben offen gewisse Möglichkeiten, auch in der Kulturindustrie, diese archaischen Bedürfnisse auf eine Weise zu sublimieren, die relativ ungefährlich ist. Michael, was wollen Sie Menschen verblöden? Sie noch primitiver machen, noch dümmer machen, als sie jetzt schon sind, nur damit sie mit irgendwas spielen, damit sie sich beruhigen. Ehrlich gesagt ist mir am Ende aber doch mutig, da bin ich ganz dramatisch. Das ist richtig, aber das ist doch keine Korrektur. Also dann machen wir es so. Tun wir ins Essen, ins Wasser, alle möglichen Materialien hineintun, dann werden die Menschen von noch blöder und dann wird es ihnen gut gehen. Da werden sie sitzen und nichts tun oder sie werden schneller sterben, ist noch besser. Wozu sollen sie leiden? Wer braucht 7 Milliarden Menschen, die nichts tun? Die machen tun nur der Welt Schaden. Die Welt, diese arme Welt, Erdkugel, die kann sie doch nicht mehr ertragen. Aber das ist doch nicht unser Ziel. Unser Ziel, dass der menschlichen Rasse auf dieser Erdkugel ist, aus dem Leben in eine andere Dimension aufzubrechen, in ein spirituelles Leben. Was ist spirituell? Zwischen zwei Kräften sein. Das heißt, du gehst über die Zeit, über den Ort, über... Und du hast, da gibt es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dazu braucht man nicht sterben. Dafür gibt es die Menschheit. Man wird auf alle Fälle hinkommen, ob man will oder nicht. Die Natur wird sie ihres tun. Das ist das Programm der Natur. Aber was die Weisheit der Kabbalah sagt, ist, sie zeigt dir, was passiert und wohin wir uns fortbewegen. Und dass es gescheiter ist, das selber zu machen und nicht durch große Kriege und Plagen und Foltern das zu tun. Das ist, finde ich, wir sind schön auf unserem Rundweg wieder angelangt bei dem, was die Kabbala ist und leisten kann und wofür sie da ist. Jetzt würde ich Sie noch bitten, für so mitteleuropäische Halbgebildete wie mich, könnten Sie in einer Kürzestfassung uns ganz kurz sagen, was ist das Wesen der Lehre und der Weisheit der Kabbala?
Das Wesen der Weisheit der Kabbalah ist es, die positive Kraft gegenüber der negativen Kraft zu entdecken und den Menschen helfen, diese beiden Kräfte zu balancieren, weil zwischen diesen beiden Kräften steigt er auf eine höhere Dimension und beginnt sein Leben zu entdecken oberhalb der Materie, oberhalb unbelebt Pflanze- und Tierwelt. Er beginnt, der spirituelle Mensch zu sein, egal ob er lebt oder nicht lebt in seinem Körper, sondern er ist in einer Stufe, die die ganze Menschheit erreichen muss. Und in diesem Leben, dazu braucht man nicht sterben oder jemanden umbringen oder selbst umgebracht werden, sondern das kann man hier und jetzt tun. Nimm die zweite Kraft in der Natur, gleich dich aus und das ist dein Leben. Dafür lebst du und das ist die Arbeit des Menschen. Für mich wäre das ein schöner Schlusssatz. Zinit, möchtest du dich noch mit einigen Dingen in das Gespräch einbringen? Ich finde es großartig. Ich glaube, es ist. Ich kann dem nicht mehr viel hinzufügen. Das war wunderbar, ihr zwei. Großartig. Sagt man, aufs Leben. Ken, ich werde mich freuen. Ich werde mich freuen, sich wann immer zu treffen. Es ist immer so schön, mit gescheiten Menschen zu reden. Und wenn es eine Fortsetzung gibt, dann wird es mich sehr freuen. Danke, Michael. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke sehr.